Wie wichtig ist das Design von einer Kaffeemaschine? Also erstens mal Maschine, aber es gibt Roboter, die unterdessen einem schon Kaffee servieren, aber die Maschine tut einem den Kaffee nicht servieren. Und wenn es um einen emotionalen Aspekt geht, ist es ja immer noch der Mensch, der die Emotionen eigentlich in das Servieren des Kaffee hineinbringt. Also, wir haben heute Technologien, die sehr viel ermöglichen, dass der Kaffee gut wird. Und es gibt sehr viele Vollautomaten, die Kaffee machen. Und es gibt auch schon Vollautomaten, die sehr guten Kaffee machen. Und es gibt auch Zubereitungsarten, eben wie Espresso, Halbautomaten oder auch handgegossene Filterkaffeearten. Also das ist, eben von Produkt zu Produkt ist es unterschiedlich, wie der Kaffee aufbereitet wird. Und das ist der Bereich, wo die Emotionen halt enthalten sind in diesen Aufbereitungsarten. Und das Design der Maschine ist eigentlich etwas, in meinen Augen, das sich dem unterordnet. Oder man kann so viel Design machen, dass dieses Design so schreiend ist, wo wahrscheinlich das Design wichtiger ist als der Kaffee, der rauskommt. Und es ist eigentlich die Schiene, die ich nicht so cool finde. Und es gibt ein paar solche Maschinen, die halt, ja, ein bisschen schreiender sind. Und es gibt Maschinen, die ein bisschen stiller sind, aber genau gleich emotional und dem unterstützen in der Kaffeezubereitung. Also das Design stellt sich eigentlich in Dienst von dem, was der Kaffee zubereitet, dass der in der Lage ist, eben das so weit zu bringen, dass der Kunde sagt, wow, das ist ein geiles Kaffee. Ich komme wieder zu dir, kann Kaffee trinken. Das bringt mir etwas aus, mehr als dass er heute Freude hat an dem, was dort steht. Also die Kaffeemaschine tut eigentlich widerspiegeln, was die Maschine kann, technologisch, und was sie eigentlich bringt. Also wenn sie nur schreit und leuchtet und macht und tut und so, ich weiß nicht, was mir die Maschine nachher erzählen will. Also die Maschine tut mir eigentlich einen Hinweis geben, was kann ich. Also das Design ist sehr wichtig in allen Bereichen. Aber es tut sich unterordnen im Dienst zubereitet Kaffee. Wenn wir jetzt von Kaffeemaschinen reden. Es geht eigentlich in alle Designs. Also es gibt natürlich Produkte, die sehr emotional sind, in ein Auto. Das ist ja das wahnsinnigste Produkt. Und das ist eigentlich auch die Quelle von Inspiration. Die ganze Autoindustrie ist eigentlich für. Als Designer kann man sehr gut dorthin schauen, um zu schauen, was passiert im Moment auf dieser Welt. Rein von der Wahrnehmung her. Das ist eine Industrie, die sehr, sehr tief in diesen Gefühlen drin ist. Und das ist sehr eine spannende Inspirationsquelle. Autoindustrie. Aber ein Auto ist nicht eine Kaffeemaschine. Und nachher geht es wieder darum, eben, wie bediene ich das Ding, das am Schluss ein geiles Produkt im Tassel ist. Und wie kann ich es überbringen?